Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen mal wieder ein bisschen Hearthstone in der Arena. Yay! Yeah! Weil es mich so juckt unter den Fußnägeln. Ja, wir haben ein bisschen gerankt die letzten Folgen. Und jetzt ranken wir nicht mehr, sondern wir spielen ein bisschen Arena. Für jeden ist mal was dabei, okay? Können wir uns da jetzt mal drauf einigen? Das wäre sehr, sehr nett. Okay, was spielen wir? Den Warlock. Warum? Weil ich mit dem in der Arena die besten Erfahrungen gemacht habe. Und warum sollte man nicht gute Erfahrungen machen in der Arena? Okay, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, rein technisch gesehen, wäre der Crazed Alchemist das Beste. Das Lustigste wäre der Demolisher, deswegen nehmen wir den mit. Okay, hier sind Sachen gut. Alle drei sind relativ gut. Der Kodo ist eine saugute technische Karte. Weil er halt Sachen kaputt macht, die zwei oder weniger Attacke haben. Und da gibt es ja ein paar. Und damit clearst du halt direkt ein Minion vom Board, ohne etwas direkt traden zu müssen. Es ist eine sehr gute Karte, wie ihr alle wisst. Aber der Twilight Drake ist besonders gut auch beim Warlock, weil der ja auch Karten ziehen kann. Und seine Heldenkraft. Und damit wird der stärker, also hat mehr Leben. Ich glaube, wir nehmen den Twilight Drake mal mit. Ich behaupte mal, da ist in der Arena ganz gut. Hier, Demon Fire ist, meine Erfahrung sagt, Demon Fire ist in der Arena eigentlich ganz gut. Gerade wenn du noch ein paar Dämonen hast. So, Corruption ist scheiße, Mad Scientist brauchen wir nicht. Dann nehmen wir halt den Taunt, auch wenn er nicht so geil ist. In der Arena heißt es, ist der Chillwind Yeti eine unglaublich starke Karte. Genauso wie der Ogre. Deswegen nehmen wir die beide mit. Wir nehmen noch einen Chillwind Yeti mit, warum nicht? Auch wenn das Soulfire ziemlich stark gewesen wäre. Und wir nehmen quasi noch einen dritten Yeti mit. Oh, what? Oh mein Gott, Leute. Oh, crazy shit. Okay. Lasst uns jetzt mal ganz genau darüber nachdenken, was wir hier jetzt nehmen. Drei sehr, sehr coole Legendaries, wobei ich immer noch behaupte, Deathwing ist eine tote Karte. Klar, du haust alle Karten vom Board und dafür, also alle Minions vom Board und dafür dein 12-12er da drauf. Du verlierst aber auch alle Karten an deiner Hand, auf deiner Hand. Der Gegner behält die Karten auf seiner Hand. Das heißt, lass es eine Kombination aus Whirlwind und Execute sein, was insgesamt 2 Mana kostet. Dein 12-12er ist weg und du bist hart am Arsch. Ja? Oder es kann auch genauso gut ein Big Game Hunter sein für 3 Mana. Oder ein Priesterzauber, hier Power World Death. Schon, das ist die Geschichte. Und das Ding kostet auch nur 3 Mana. Ja? Also es ist unglaublich gefährlich, das zu tun. Man darf das nur machen, wenn der Gegner auch keine Karten mehr auf der Hand hat oder nur noch eine oder so. Und selbst da ist es gefährlich. Also ich werde diese Karte nicht mitnehmen. Ja, aus den eben genannten Gründen. So, was wir jetzt überlegen müssen ist, Mal'Gan ist natürlich eigentlich eine sehr, sehr geile Karte. Ja, weil, ihr kennt das Ding, wenn du den spielst, haben alle deine Dämonen +2/+2 und dein Held kann nicht angegriffen werden. Er kann zwar angegriffen werden, aber er ist immun. Bedeutet auch gleichzeitig, wenn Mal'Ganis auf dem Board ist, kann man die Heldenkraft benutzen, ohne dabei Leben zu verlieren. Alles ziemlich krass. So, jetzt kommt aber dazu, wir haben jetzt noch keinen Dämon. Klar, wir haben erst 8 Karten gezogen, aber trotzdem ist das so eine Sache. Wir könnten natürlich jetzt darauf gehen, jetzt unbedingt auch viele Dämonen zu ziehen. Ist jetzt aber nicht unbedingt immer das Beste. Ja, einfach nur wegen Mal'Ganis jetzt Dämonen zu ziehen. Nefarian gibt uns 2 Zauber, also 2 Random Zauber von der Gegnerklasse. Das können auch durchaus Zauber sein, die er gar nicht im Deck dabei hat. Auch eine sehr starke Karte. Wie Creeperian mal durchdacht hat, ist, eigentlich kannst du das Ding ja nicht spielen und dann noch irgendwelche Zauber raushauen, außer so ein paar Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wenn du gegen den Warlock spielst, kannst du noch ein Mortal Coil raus. Mortal Coil kostet 0, ne? Kostet 1. Ich habe echt vergessen, was Mortal Coil kostet, ne? 1, ne? Mortal Coil kostet 1, okay. Kannst du dann zum Beispiel spielen. Oder du kannst Paladin-Geheimnisse spielen. Oder du kannst ein Soulfire spielen von einem Gegner Warlock. Du kannst Arcane Missiles spielen von der Zauberin. Also es gibt Möglichkeiten und Wege, noch im gleichen Zug dann, wenn du 10 Mana hast, Sachen zu machen. Aber ich glaube, in unserem Fall hier ist Mal'Ganis der bessere Weg, oder? Nefarian kann auch gut sein.
Aber ich glaube, mit Morganis hätten wir eventuell mehr Value. Nehmen wir mit. Oh, die sind alle gut. Also der Sea Giant, ich würde jetzt mal sagen, ist jetzt nicht unbedingt super geil. Piloted Sky Golem ist eine sehr, sehr starke Karte. Aber ein Doomsayer in der Arena dabei zu haben, ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ah, wir entscheiden uns für den Golem. Come on. Doomsayer haut im nächsten Zug alle Minions vom Board, wenn er nicht gesilenced wird oder getötet. Es ist, ist eine ziemlich starke Karte. So, Darkscale Healer bietet sich sowieso an, auch wegen der Mana-Kurve. Und jetzt fangen wir an, Dämonen zu ziehen, Leute. Und das Ding... Achso, nee, das ist alles, alles gut. Alles gut. Ich habe nichts gesagt. Sollen wir nochmal eine Karte ziehen? Ja. Power Overwhelming nehmen wir mit. Jetzt kommen hier die ganzen... Warlocks irgendwie, ne? So, Soulfire oder gehen wir weiterhin noch auf Sachen? Lass uns mal ein Soulfire mitnehmen. Und ein Shadow Bolt. Dann haben wir schon mal Removals. Den Gangboss. Auch wenn ich jetzt wahnsinnig gerne den anderen Kollegen mitgenommen habe. Oh, der Voidcaller, Leute. Der Voidcaller. Der Voidcaller kann uns in Runde 4 bzw. 5, eigentlich Runde 5 dann, den Mal'Ganis aufs Board ziehen. Wenn der stirbt, Mal'Ganis ist auch ein Dämon. Zack. Weint der Gegner sich in den Schlaf. Molten Giant ist nicht schlecht. Twisting Nether ist nicht schlecht. Wobei, Twisting Nether macht einfach alle Minions weg. Ja, haut die alle weg. Das ist quasi ein Doomsayer, nur instant. Meine Erfahrung hat gesagt, das ist gar nicht so geil. Du spielst das Ding, dein Zug ist aus. Und wenn der Gegner ein Follow-up darauf hat, dann bist du im Arsch. Und wenn du keins hast, dann bist du im Arsch. Molten Giant it is. Vielleicht kriegen wir ja noch... Oh! Ah, ein dritter Yeti. Zombie-Chow. Zombie-Chow, ich hoffe, dass wir am Anfang was machen können. Hellfire, ja, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Eine geile Compilation wird das hier. Noch einen kleinen Taunt zum Vertaunten. Haunted Creeper für diese anfänglichen Geschichten. Early Removal oder auch Late Removal. Dread Infernal ist auch ein Dämon oder Ooze. Eigentlich Ooze, aber wir wollen Dämonen haben. Oh, shit. Dann nehmen wir die Cleric mit. Ich habe das... Oh, yes, noch ein Voidcaller. Trotzdem, wir haben jetzt, wir kommen hier langsam in die Scheißerei, Leute. Wir brauchen noch Zeug für den Anfang. Voodoo-Doktor, mit dem wir auch noch heilen können. Und... Lohnt es sich... Zaubermäßig? Nee, ne. Nee, nicht wirklich. Beide Teacher. Okay, also mir fehlen so ein paar Sachen. Ich hätte gerne eine Implosion dabei gehabt. Ich finde, die Shattered Sun Cleric ist eine blöde Karte dabei zu haben. Ich finde es nicht gut, dass wir den Demolisher dabei haben, obwohl es kann schon okay sein. Hier so ein bisschen Card Draw. Soulfire ist cool. Power Overwhelming ist auch in Ordnung. Wobei, da hätte ich mir ein Ei gewünscht. Oder zwei. Hier sind ganz okay Sachen dabei. Wir haben ein paar Dämonen. Lass mich mal zählen. Wir haben eins, also ohne jetzt mal gar nichts mitzuzählen. Eins, zwei, drei, vier. Vier nur? Fünf. Fünf Dämonen. Das ist nicht sehr viel. Das ist nicht sehr viel, aber damit kann man Sachen machen. Was mich auch nochmal ärgert, ist, dass wir keinen Taunter haben. Also etwas, was einen Taunt herstellt. Der Molten Giant ist nämlich immer sehr, sehr gut dafür geeignet. Ihr erinnert euch, ja, meine Frage, ob ich jetzt mal ein Handlock-Deck basteln soll. Dafür müsste ich mir zwei Molten Giants craften. Und ich habe mich ein bisschen dafür entschieden. Aber erst nach dieser Arena-Runde. Okay, und das ist echt, es ist spannend. Wir haben ganz okay Karten. Wir haben hier am Anfang, haben wir, glaube ich, Probleme. Wobei, wenn wir die richtigen Removals auf die Hand kriegen. Und Endgame haben wir eigentlich auch. Also, es ist möglich. Es ist möglich, hier Sachen zu machen. Wir brauchen halt einen Zombie-Chow gleich auf der Anfangshand. Immer. Immer. Jedes fucking Mal. Bis wir 12-0 geschafft haben. Okay? Das würde mich sehr freuen. Schalalalala. Ich möchte jetzt nochmal kurz, bevor das richtige Spiel so richtig losgeht, ne? Möchte ich kurz was loswerden? Ich habe es jetzt nicht beantwortet direkt in den Kommentaren. Ich mache es aber jetzt hier in dieser Folge. Und zwar hat jemand, und ich weiß nicht warum, aber ich habe mir diesmal tatsächlich den Namen gemerkt. Wahrscheinlich, weil er mit dem Bild zusammen irgendwie sehr gut merkbar ist. Ein Zuschauer namens Brandschutz hat geschrieben, was mich stört, Doppelpunkt. Ja, bla bla bla. Ja, Details. Ja, zum Beispiel irgendwelche Sprüche.
Oder wie ich halt so Sachen mache, ja. Ich finde das in Ordnung, dass Leute schreiben, was sie stört oder was sie nicht so gut finden. Das ist für mich total in Ordnung, ja. Aber erwartet bloß nicht, dass ich denke, ah ja, das stört jetzt einen. Dann ändere ich mich jetzt. Dann mache ich Sachen nicht mehr, wie ich sie vorher gemacht habe. Denn, Leute, Sachen machen ist gut für den Rücken, ja. Und Sachen ändern, nur weil einer sich beschwert deswegen, das ist ein Problem in der heutigen Gesellschaft. Und ja. Also ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Oder ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, es ist schön, dass es dir nicht so gefällt, aber dafür ist YouTube ja auch da und seine viel breit verfächertheit, dass man entscheiden kann, okay, will ich jetzt, möchte ich jetzt das gucken oder nicht? Kann man kurz drüber nachdenken und man kann sich dafür entscheiden, okay, ja, dann nicht. Dann gehe ich halt woanders hin. Ich weiß noch nicht, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das nicht sogar frech finde, wie Chris sagen würde, ja? Chris würde vielleicht sagen, es ist nicht frech. Weil, ich meine, naja. Ich glaube, ich beende mal das Thema. Und, vielen Dank nochmal an alle, die geschrieben haben, ja, hallo? Das ist ja, das ist doch fishy, deswegen gucken wir ihn doch. Ja, genau. Ja, und wer das nicht mag, dann, tschüss. Warum bist du dann doch hier? Es ist ein immer wiederkehrendes Thema, ne? Bei YouTube ist es immer wieder so eine Sache. Leute, die in den Kommentaren haten oder böse Sachen schreiben. Und, ja, was soll das? Also, konstruktive Kritik ist okay. Und das ist ja auch irgendwo noch konstruktive Kritik. Es war ja noch gar nicht mal irgendwie wirklich gehatet. Deswegen will ich mich jetzt auch nicht großartig aufregen. Ich find's so komisch. Also was will man dann damit schaffen, dass dann der YouTuber sich ändert für diese eine Person? Naja. Lass uns mal das Thema lassen. Es geht mir langsam auf den Sack. Es ist ein Avenge, ne? Und wir hatten schon mal das Avenge-Problem. Und die Frage ist jetzt, wir könnten drum herum spielen, indem wir jetzt einen Hellfire spielen, ja? Und den da rein traden. Es ist alles weg vom Board, aber ist das in unserem Sinne? Oder wollen wir uns eher darum kümmern, dass jetzt einer von beiden Avenge draufkriegt und wir den dann weghauen. Könnten das Board clearen, aber dann ist das Board clear und das Avenge ist ja immer noch da. Das wird, irgendwann wird's ausgelöst, Leute. Wir machen das jetzt so. Oh. Ah, es ist kein Avenge. Es ist kein Avenge. Geil. Okay, dann schützen wir uns jetzt noch ein bisschen. Es ist... Ich meine, na klar, es ist Arena. Man darf gar nicht so krass davon ausgehen, dass es irgendwas ist, was man denkt. Aber ich gehe dann immer vom Schlimmsten aus. Und dann kann man halt beim Schlimmsten so überlegen, wie würde ich da jetzt vorgehen? Und dann kann man quasi abstufen und sagen, okay, das Zweitschlimmste, Drittschlimmste. Okay. Ja, dass er jetzt auch noch den True Silver Champion gezogen hat, geht mir auch hart auf den Sack. Was soll ich machen? Spielt man jetzt den Piloted Shredder? Wie viel Leben hätte er hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn wir noch eine Karte ziehen, 7. Also 8 Leben. Er müsste beides reinhauen. Und dann hätte er nur noch ein Leben hier. Danach könnte man ein Dread Infernal spielen. Was haben wir für Alternativen? Wir contesten den Yeti zwar damit, aber er hatte doch den True Silver Champion. Müsste ihn da reinhauen, würde aber dafür 4 Schaden kriegen. Soulfire ist dämlich. Ja, come on. Zack. So, außer er hat jetzt einen Silence. Ein Silence wäre jetzt natürlich... Und Silence wäre sehr, sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Bitte habe keinen Silence dabei. La 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 la. Er hat keinen Silence. Und er geht ins Gesicht. Oh, wir haben auch nicht mehr so viel Leben, sehe ich gerade. Oh, oh. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool.
Tja, wollen wir den Soulfire gleich aufopfern, nur damit die 3-1erin auch noch stirbt. Ja. Ich glaube ja. Gibt's eine andere Möglichkeit? Ein Shadow. Ah, fuck. Nee, alles gut, alles gut. Shadow Bolt hätte ich eh nicht spielen können. Hellfire finde ich nicht so gut geeignet, um ehrlich zu sein. Tja, und das Soulfire, wie gesagt, ich glaube, ich muss es spielen, weil wir haben nur noch 10 Leben, Leute. Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Tötet er jetzt den Dragon? Was macht er jetzt? Wir können uns echt kaum hochheilen und das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Wir haben zwar jetzt Board, aber ich glaube, es wird Möglichkeiten geben für ihn, das Problem zu umgehen. Spätestens mit einer Equality Consecration Combo könnte er das Problem jetzt sehr, sehr einfach lösen. Oh, Tinkerlego hat soeben Rank 9 erreicht. Krass. Oh nein, er hat das krasse Removal mit Schild. Oh. Und ein Hellfire zieht mir nochmal 3 Leben ab, Leute. Wenn man mich dann nochmal haut, dann bin ich auf... Warte mal, dann bin ich auf 7. Dann macht er 4 Schaden. Dann... Oh nee, das geht nicht. Aber wir müssen es trotzdem machen. Wir müssen es trotzdem machen, weil das Board muss weg. Das Board muss weg. Sehe ich das falsch? Nein. 5 plus 4 ist noch ein Mana mehr, Digga. Ein Mana mehr. 4. Und dann spielen wir noch. Dann spielen wir noch den Impgang. Nee, den Yeti. So, Digga. Hast du jetzt noch die 3 Schaden? Wahrscheinlich, ne? War das jetzt ein Riesenfehler, Leute? Ich meine, hätte ich jetzt das Board geklärt, hätte ich einen 3-1er weggehauen, dann hätte er noch 3 Schaden gehabt. Das wären die 3 Schaden, die ich mir jetzt selber gemacht habe. Der Fellreaver. Oh, oh. Gut, den kriegen wir vom Board. Wir müssen jetzt aber nach und nach immer wieder das Board ganz abgefuckt clearen. Das ist nicht cool. Warte mal, wir müssen natürlich unglaublich viele Karten jetzt noch spielen vorher. Wir machen 6. Ja, okay, wir machen es so. 1. Schwing. Wie viel haben wir denn noch? Okay, ist schon mal gut. 15 noch, okay. Weg damit. Weg damit. Oh, ich liebe das. Das macht mir so viel Spaß. So, 10 Schaden hat er noch 7 Leben. Das machen wir jetzt nicht. Wir müssen hier auf sehr, sehr vorsichtig spielen. Stealth. Ja, wenn er den bufft, sind wir im Arsch. Oh mein Gott. Okay, er hat noch 8 Karten. Wir haben 15. Oh oh. Nein! Nein! Okay, ich hoffe jetzt, dass das Ding trifft. Komm, komm, Fässchen. Yes! Yes! Heilung! Heilung! Hauen wir den dafür rein. Ja. Oder? Ja, oder? Oder? Können wir auch einfrieren? Nee, das möchten wir nicht. Zack. Zack. Und zack. Und wieder auf 9 Leben. Okay. Sehr, sehr spannend. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich finde es so sehr spannend. Es ist auch sehr, sehr spannend. Wir können ihn kriegen, Leute. Wir können ihn kriegen. Wir könnten 12. Oh. Oh, hat er noch mehr direkten Schaden? Was machst du da? Stealth. Wir zählen gleich. Wir zählen gleich. Geht er damit face jetzt mit dem True Silver Champion?
Ist das spannend. Und dass er auch nicht mal den Demolisher da so kaputt macht mit dem Ding. Ich meine, im Moment muss er ja auch mal... Ah ja, okay. Das ist wahrscheinlich sogar noch besser oder schlauer von ihm. Stealth auf dem Viech geht mir auf den Sack. Oh, schade. Obwohl... Power Overwhelming! Wir haben 10, 11, 12... Oh! Hätten wir nicht sogar so? 10, 11, 12. Naja, aber jetzt sind wir uns sicher, ne? Tja, Kollege, so kann's laufen. Ich hätte gern so ein bisschen, ich hätte gern ein Healboard oder zwei. Das fände ich ganz geil. So, die erste Folge dieser Arena-Runde machen wir noch ein bisschen länger. Die darauf folgenden werden eventuell ein bisschen kürzer. Also ich glaube, ich werde so pro Folge zwei Spiele machen. Da ich gerade in Vorproduktions-Action bin, weil ich die nächsten Tage sehr, sehr viel arbeiten muss. Also wenn diese Folge hier kommt, bin ich schon wieder hart am Ackern. Und deswegen, wir müssen ein bisschen vorbereiten für die nächsten Tage, damit halt auch Content kommt. Und ich finde immer besser zwei Spiele als gar keins. Sind wir uns da einig? Okay. Ach ja, was Brandschutz noch geärgert hat, war die Beatbox zwischendurch, ne? Warum stört einen das? Ich weiß es nicht. Ist ja nicht so, als wenn ich 20 Minuten Beatboxen würde. Ich finde die Anfangszeit eigentlich gar nicht so schlecht. Okay. Malganitz kam noch gar nicht zu Wort, ne? Warum ist das so? So, den Coin hebe ich auf. Außer er spielt irgendwas mit einem Leben, was ich da jetzt contesten muss. Nope. Okay. Heben den Coin auf. Um dann jetzt eventuell gleich den Grizzly rauszucoin. Oh, ne fucking Quitsch. Trotzdem gut, oder? Oder wir ziehen noch eine Karte und hoffen auf. Wir hoffen auf den Dragon. Das ist nicht der Dragon. Das war nicht der Dragon. Aber ich glaube, es war trotzdem der bessere Play. Das bessere. Die bessere Playerin. Nee, weil ich meine, wir können immer noch Sachen machen. Wir bewahren die Coin noch auf. Vielleicht für einen geilen Yeti jetzt. Hey, why not? What the fuck is going on? Ja? Yeti, meines Erachtens nach, jetzt eine super Sache. Schwing! Mach doch deine scheiß Spinnchen. Hauptsache, er hat jetzt keinen Messer-Jongleur. Das fände ich sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr. Warte mal, hat er gerade ein Deadly Poison gespielt, um mir damit ins Gesicht zu hauen? Okay, ach so, Follow-up. Okay, na gut, das kann ich verstehen. Noch ein Eviscerate, Alter. Läuft bei dir, Spinnen rein, perfekt. Perfecto. Gut, wir können jetzt auch die Tante hier loswerden. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Gut, dass wir sie ausgewählt haben. Ich dachte erst, oh nein, das war ein Fehler. War es gar nicht. Das müssen wir jetzt machen. Wenn das nicht on curve ist und dann quasi uns kein Follow-up oder keine Follow-up-Situation bringt, müsst. Also 5 Schaden hätte ich jetzt nicht gut fressen können. Alternativ hätten wir den Grizzly spielen können, aber den hätte er mit allen drei Sachen hier auch kaputt machen können, hätte dann noch 5 Schaden machen können in mein Gesicht. Und das möchten wir nicht. Oh, er hat eine Spiteful Smith. Das ist ja super. So ganz toll. Und wir haben hier gerade nicht so richtig die Mittel und Wege. Wir würden das hier triggern, aber das müssen wir, glaube ich, so oder so machen. Wie können wir jetzt on curve spielen? Wir könnten die beiden spielen. Wir können auch eine Karte ziehen. Ich ziehe nochmal eine Karte, Leute. Je mehr Karten wir haben, desto besser ist es, wenn der Dragon nachher kommt. Der Twilight Drake. Und wir ihn quasi noch so ein bisschen mehr Leben dadurch noch verschaffen können. Jetzt, ich überlege gerade, ob das so schlau war, weil er aktiviert damit die Shield Smith. Und das ist nicht cool. Ja. War überhaupt nicht cool. Gerade jetzt, wo er noch vertauntet hat. Oh, shit. Ein Hellfire. Oh, bitte. Bitte ein Hellfire. Come on. Hellfire ist das Einzige, was uns jetzt noch retten kann. Wir werden sonst hier hart verlieren. Wir werden dann nicht mehr durchkommen. Hellfire, Hellfire. Nein! Sind wir schon tot? Die hat 3 Angriffe jetzt aktuell.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wir sind fast tot. Und wir können auch nicht mal richtig geil contesten hier. Wir könnten das Ding spielen und das hier. Wir könnten uns auch heilen, aber ansonsten dann nichts mehr machen. Ich finde das überhaupt nicht cool, was hier gerade passiert. Und ich glaube, das ist ein Well Played. Ich glaube, das war's. Aber ich glaube auch allerdings, dass jetzt das nicht großartig geholfen hätte, den Taunt nicht zu spielen. Weil das bisschen, was der jetzt hier mehr an Angriff hat mit der Waffe, das ist jetzt nicht ausschlaggebend. Die beiden Taunts und die drei Minions dahinter und meine Unfähigkeit, da was gegen zu machen, das ist der Knackpunkt. Und hätten wir jetzt das Hellfire gezogen, wäre noch alles einigermaßen okay gewesen. So, not. Es wäre sogar richtig geil gewesen, weil er relativ wenig Karten noch hat. Ach. Oh Mann, ey. Das tut weh. Es hätte alles so viel besser laufen können. Ja, genau. Ja, stock noch ein bisschen auf. Da wird auch ein Hellfire jetzt nichts bringen. Könnte schon. Wir könnten den Yeti da reinhauen. Allerdings, ich glaube, wir töten uns selbst mit dem Hellfire. Ja. Ja. Also, wir sind Geschichte. Schade. Sehr, sehr unangenehm. Aber die erste Runde lief ganz gut. Und ich hoffe, dass ab jetzt auch jede andere nächste Runde sehr, sehr gut läuft. Ja? Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es noch nicht getan habt, was ihr denkt, was wir hier rauskriegen aus dieser Arena-Runde. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.